Hi, ich bin Dennis von 25Now und ich stelle euch heute mal das neue iPad Pro vor. Ich erkläre euch die Unterschiede zu dem Vorgänger und ich sage euch, ob sich ein Umstieg wirklich lohnt. Viel Spaß! Vorsichtig. Mein Testmodell hat 11,9 Zoll und 512 GB. Es gibt das neue iPad Pro, auch in 12,9 Zoll. Die beiden Modelle haben ein paar kleine Unterschiede, erkläre ich gleich aber noch. Bei beiden Geräten ist Wi-Fi Standard. Man kann aber auch eine Variante mit Wi-Fi plus Cellular, also 5G, kaufen. Im ersten Moment sieht man kaum einen Unterschied zum Vorgänger. Eine große Änderung ist jedoch der Chip, der in dem iPad drin ist. Die neuen iPads haben nämlich den M1-Chip verbaut. Die Vorgänger-iPads haben nur einen A12Z-Chip verbaut. Apple verspricht mit den selbstentwickelten Chips deutlich mehr Leistung zum Vorgänger. Beim alltäglichen Gebrauch wird man den Unterschied jedoch kaum merken. Apps und Spiele werden minimal schneller gestartet, also es ist wirklich ein Bruchteil von Sekunden nur der Unterschied. Das volle Potenzial des M1-Chips kommt erst bei sehr leistungsintensiven Apps zur Geltung. Vor allem im Bereich Videobearbeitung, wenn man seine Projekte rendert, merkt man den Unterschied deutlich. Aber auch beim Arbeitsspeicher hat Apple nachgelegt. Die Vorgängermodelle hatten 6 GB RAM. Die jetzigen haben 8 GB. Ist ein nettes Upgrade. Wenn ihr euch aber die 1 oder 2 TB Version holt, habt ihr sogar 16 GB Arbeitsspeicher. Muss man für sich selber entscheiden dann. Das Display von der 12,9 Zoll Variante hat aber auch einen riesen Unterschied. Hier sind nämlich Mini-LEDs verbaut. Durch die neue Technologie beleuchten über 10.000 winzige LEDs den Bildschirm. Das hat den Vorteil, dass vor allem Schwarz und Weiß deutlich besser dargestellt wird. Jedoch sind Farbraum, Pixeldichte und maximale Helligkeit bei Nicht-HDR-Inhalten genau gleich wie beim Vorgänger. HDR-Inhalte sind deutlich heller und werden laut Apple teilweise sogar mit bis zu 1600 Nits dargestellt, also eine deutliche Steigerung. Das neue iPad Pro kommt auch mit einem USB-C-Anschluss mit Thunderbolt 4 Unterstützung. Dadurch sind Datenübertragungen wesentlich schneller. Nice. Zudem werden noch externe Displays mit einer 6K-Auflösung unterstützt. Also ein ganz klarer Vorteil für Power-User. Bei der Hauptkamera hinten hat sich nichts verändert. Allerdings gibt es bei der Frontkamera ein Upgrade. Statt der 7-Megapixel-Kamera setzt Apple jetzt auf eine 12-Megapixel-Kamera. Ist nice. Aber das wirklich Krasse ist das Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Dieses Ultra-Weitwinkel-Objektiv hat einen riesigen Bereich, den man per Knopfdruck dann aktivieren kann. Es ist wirklich krass. Mit dem neuen Objektiv kommt auch das Center Stage Feature. Wenn ihr euch in einem FaceTime-Gespräch bewegt, geht die Kamera automatisch hinterher. Natürlich nur bis zum Rand des Ultra-Weitwinkel-Objektivs, aber trotzdem ein sehr, sehr cooles Feature. Gefällt mir. Mehr Power bedeutet aber auch mehr Akkuverbrauch. Um das auszugleichen, hat Apple einen größeren Akku verbaut. Jedoch bekommt ihr die gewohnte Laufzeit, also da ändert sich nicht viel. Also lohnt sich das iPad Pro 2021. Die neuen Modelle bringen natürlich Verbesserungen mit sich. Meiner Meinung nach sind die größten Vorteile auf jeden Fall der neue M1-Chip, der mehr Power bringt, und bei dem 12,9 Zoll das Mini-LED-Display. Jemand, der im Kreativbereich arbeitet und auf jeden Fall das Maximale aus dem iPad rausholen will, für den lohnt sich ein Umstieg. Wenn ihr diese Features nicht unbedingt braucht, ist das Vorgängermodell natürlich immer noch ein sehr, sehr gutes Tablet. Aber wenn ihr mehr Power braucht oder einfach die neueste Technik haben wollt, dann holt's euch. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Tablet, meiner Meinung nach. Das war's mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich gerne über ein Like und Abo freuen. Ich bin Dennis von 25Now. Ciao.